Herzlich willkommen zu meinem kleinen How-To. Ich möchte euch jetzt einmal kurz zeigen, wie wir einen Client-PC, in dem Fall hier ein Windows 10, in einer virtuellen Umgebung in eine Domäne hinzufügen. Installiert ist hier Windows 10 Professional, weil der Domainbeitritt als solcher eh nur mit einer Professional-Version gemacht werden kann. Sowohl auch schon bei Windows XP, Windows 7, Windows 8. Und so weiter so. Dazu müssen wir zuerst eine Verbindung zu dem Firmennetzwerk herstellen. Das ist jetzt hier bei mir schon passiert, weil in meiner virtuellen Testumgebung ein DHCP-Server installiert ist. Von dem hat sich mein Client jetzt schon automatisch eine IP-Adresse gezogen. Das hier ist mein DHCP-Server, gleichzeitig auch mein Domain-Controller und DNS-Server. Und die 10.50 hat der Client zugeordnet bekommen. Dann teste ich als erstes, ja, möchte ich über die Eingabeaufforderung, ob ich den Domänennamen im DNS auflösen kann. NSLOOKUP, so, das ist hier bei mir intern die Firma.local und das löst auch einwandfrei auf. Dann als erstes benenne ich den PC jetzt um. Beziehungsweise gebe ich hier erstmal eine Computerbeschreibung. TU für Testumgebung Windows 10. So. Klicke dann hier unten auf Ändern. Gebe einen anderen Computernamen ein. Und zwar VWS für virtuelle Workstation, W10 für Windows 10. Normalerweise in einem Firmennetzwerk, gut, kann man auch eine einheitliche Namenskonvention festlegen, zum Beispiel auch WS für Workstation minus dann entweder eine fortlaufende Nummer oder erst noch die Abteilung, zum Beispiel BH für Buchhaltung, PA für Personalabteilung, GF für Geschäftsführung und dann eine fortlaufende Nummer oder wie auch immer. Anstatt WS kann man NB für Notebooks nehmen. Aber ich sag mal so, man sollte unter Umständen eine einheitliche Struktur zumindest da drin haben. Was in meinen Augen gar nichts bringt, ist als Computernamen den Namen des Mitarbeiters zu verwenden. Also PC-Meier zum Beispiel. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Weil irgendwann wird es einen den Herrn Meier nicht mehr geben und der PC heißt trotzdem noch PC-Meier, wenn es blöde läuft. Das hat keinen Wert, behaupte ich jetzt mal. So, hier den in meiner Testumgebung nenne ich jetzt VWS-W10. Sage erstmal okay. Jetzt möchte er gleich einen Neustart von mir haben. Den kriegt er auch. Sollte hoffentlich relativ fix gehen. So, und da ist er schon wieder. Melden wir uns einmal an. Habe ich mir zwar tippt? Nee. So, und dann überprüfen wir noch einmal kurz. Netzwerk ist verbunden. IP-Adresse hat er, DNS, alles sieht gut. Eingabeaufforderung auch nochmal überprüfen. Auch das funktioniert. Dann wechseln wir wieder in den Eigenschaften-Dialog von dem System. Name hat er jetzt geändert, Computerbeschreibung ebenfalls. Klicken wieder auf Einstellung ändern. Auch hier wieder auf Ändern. Und wählen jetzt hier die Domäne aus und tragen den Namen der Domäne ein, der wir beitreten wollen. Bestätigen das Ganze entweder mit Klick auf OK oder mit Enter und müssen jetzt eine Administratorkennung aus der Domäne eingeben, damit oder beziehungsweise einem Benutzer angeben, mit dem wir das Recht haben, diesen PC der Domäne hinzuzufügen. Bei mir ist das jetzt auch der Domain-Administrator. Das heißt, ich gebe hier Administrator und das Kennwort ein.
Domäne ist schon vorgegeben, sage okay. Und dann kommt auch schon willkommen in der Domäne firma.local. Auch jetzt will er erstmal wieder einen Neustart haben. Schließen, jetzt neu starten. So, und jetzt kann ich mich entweder mit meinem lokalen Benutzer hier anmelden oder ich sage anderer Benutzer, gebe zum Beispiel die Domäne vorweg, / Administrator, damit er weiß, ich will mich mit dem Domain-Administrator anmelden. Das Kennwort ein, drücke auf Enter und jetzt meldet er mich mit dem Domain-Administrator-Konto an. So, und solange jetzt dieser tolle Dialog läuft, schalte ich einmal kurz auf den Domain-Controller. So, da haben wir ihn. Und hier können wir einmal im Active Directory gucken, ob der PC wirklich der Domain hinzugefügt wurde. Er sollte normalerweise hier in dem Container Computers auftauchen. Und da ist er auch schon. Oh, genau wie der Exchange, den habe ich noch nicht verschoben. Dann verschiebe ich jetzt erstmal diesen Computer, den ich gerade hinzugefügt habe, in meine Organisationseinheit, die ich extra dafür erstellt habe. Bestätige diese Meldung mit Ja. Und wo ich schon mal dabei bin, den VSRV MSX1 verschiebe ich in die Organisationseinheit Server, wo er hingehört. So, also nicht wundern, diese SPV11, das ist die virtuelle Firewall, die ich installiert habe von SecurePoint, über die ich aus meiner Testumgebung heraus den Internetzugang, Mail Relay etc. pp. Nutze. So, das war's eigentlich auch schon auf dem... Achso, Moment. Jetzt will ich einmal kurz gucken. Ich hatte doch genau meinen Benutzer schon angelegt. Sebastian.schulz, yep. Okay, dann schalte ich einmal wieder auf die Windows 10 Maschine. Und hier sehen wir jetzt als Domain-Administrator angemeldet. Haben damit auch auf der lokalen Maschine Adminrechte. Und jetzt melde ich mich hier nochmal ab. Sage wieder anderer Benutzer. Und oh. Melde mich mit meiner Kennung aus der Domäne an. So. Das hatten wir ja bei der Einrichtung des Benutzerpostfachs so festgelegt. Bei der Erstanmeldung muss das Kennwort geändert werden. So, und da gebe ich jetzt, okay, dasselbe Kennwort kann ich jetzt nicht nehmen. Gucken wir mal, ob das geht. Ah, gut, geht. Wunderbar, okay. Ist hier was in Gang? Aha. So, und auch hier erscheint wieder der tolle Dialog. Lassen wir den mal über uns ergehen. Oh, da ist er schon fertig. Und jetzt bin ich als Sebastian Schulz aus der Domäne angemeldet. Müsste ich mal. Achso, okay. Als Administrator darf ich die nicht ausführen, weil mein Domänenbenutzer ist kein Administrator auf dem PC. So sollte es eigentlich auch sein, behaupte ich mal. So, und wenn wir jetzt über die Kommandozeile den Befehl Who am I, also wer bin ich, abgeben, kriegen wir als Antwort der Benutzer Sebastian.schulz aus der Domäne Firma. Das heißt, dieser PC ist jetzt in der Domäne und die entsprechenden Benutzer können sich an ihm anmelden. So, damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe wieder, es hat euch gefallen und verbleibe mal wieder bis zum nächsten Video mit den besten Grüßen. Tschüss!